Neue Quest? Ist das jetzt eine neue Quest oder ist es gar nicht? Oder ist es eine alte Quest? Ich glaube, das ist die alte Quest, oder? Ich gehe mal in die Arena, auf das Duellschiff. Was hast du zu sagen? Hier sind nur an denen du teilnehmen kannst. Bei diesem Schaukampf wird einer dagegen viele kämpfen, die mehr geliebt ist, wenn sich ein mutiger Jäger einen aussichtslosen Kampf gespielt. Okay. Okay, ich bin bereit zu zeigen, wo dieser Hase, wo der Hase lang bleibt. Viel Glück daraus. Zeig uns einen guten Kampf, okay? Ja, wer kann gleich beginnen? Bitte sprich mich wieder an. Das müssen die immer wiederholen. Das ist immer so, Leute, in diesen. Ja. Ja, komm. Wie viele Kämpfe waren das wieder? Drei. Hm. Meine Damen und Herren, endlich ist es soweit. Der Schaukampf, auf die Sie alle gewartet haben. Die Aufstellung der ersten Runde ist lautet: Dread gegen das schreckliche Trio. Tick, Trick und Track. Ich werde dich grün und blau schlagen. Erste Runde, fertig, los. Okay, komm. Unfähige. Stirbt meine Runde. Und weg. Der Sieger steht fest. Erste Runde geht an Red. Das war ein Klacks. Ja, verflixt, aber das nächste Mal schlagen wir dich grün und blau. Nein. Als nächstes kommt die zweite Runde. Bitte sprich mich an, wenn du wieder. Ach, immer dieses Gleichgespräch. Bist du bereit, an der zweiten Runde teilzunehmen? Ja. Los geht's. Nun geht. Nun gut, ich wünsche dir alles Gute. Oh, wir machen direkt mit der zweiten Runde weiter. Die Aufstellung der zweiten Runde lautet: Red gegen die Klapper-Kombination. Der Chef sagt, das wäre zu unserem eigenen Besten, aber ich kann mich vor Angst kaum bewegen. Und diese Typen sind wirklich Himmelpiraten. Zweite Runde, fertig, los! Ach du heilige Scheiße, zwei von diesen komischen Flix-Dingern. Abhauen! Hat mich alle hier Gangbang oder was ist los? Geschafft. Explodiert da eine Runde mal. Die alle so extrem explodieren. Der Sieg steht fest. Die zweite Runde dann Red. Gegen solche Trottel wie euch verliere ich doch gar nicht. Ich habe doch gewusst, dass wir verlieren. Der Chef wird Hackfleisch aus uns machen. Hm. Lecker. Jetzt kommt die. Jetzt wird zwei zu viel. Ja, komm, das ist immer das gleiche Gespräch. Das brauchen wir nicht. Ach komm, die Teile hole ich mir später. Für Anpassung meine ich. Ja. Das Finale jetzt wird's ernst. Nun gut, ich wünsche dir alles Gute. Also es ist soweit, Leute. Die letzte Runde ist da. Das lang erwartete Finale. Die Aufstellung des Finales lautet: Red gegen die Schlepperbrüder. Jetzt kriegst du unsere vereinten Kräfte zu spüren. Wirf besser gleich das Handtuch. Das Finale. Fertig, los. Okay. So, und ich muss besser aufpassen. Okay.
So. Verdammte Scheiße. So. Komm, geht mal. So. Willst du mich gerade verarschen oder was ist? Ich brauche Fleisch, ich brauche Fleisch. Okay, ich stelle mich ein bisschen dämlich an, aber es ist auch schon schwer. Die Duellkämpfe sind schwer. Aber hier werde ich sterben. Knapp. Stirb mal extremst hier. Der Sieger steht fest. Hier ist er, der Champion der knallharten Duelle von heute. Red Savarin, Glückwunsch. Hehe, ich habe noch nicht einmal angefangen zu schwitzen. Zu Hause waren wir unbesiegbar, die Welt ist ganz schön groß. Da sagst du es. Und? Hier ist dein Geld für den Kampf. Nimm es mit den besten Empfehlungen. Darf ich jetzt weg? Geschafft. Ich weiß. Okay. Gespeichert. Los geht's. Zurück zu Asmodeus. Nächstes Ziel. Neue Quest. Ich mache erstmal die ganzen Queste. Bisschen Nebenstory. Aber obwohl man von dieser Story momentan nicht so viel gehört hat. Ja. Warte, ich muss das jetzt genau berechnen. Wie viel bleibt? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay. Töne sammeln. Kammerjäger. Ich mach das jetzt. Mein Roboter ist kaputt. Also suche ich jemanden, der die Container aufräumt, die in den Lader. Okay, Allmann. Allmann werde ich im Lager im Ostbezirk. Ja, das haben wir schon einmal gesehen. Das brauchst du mir nicht nochmal zu zeigen. Ich glaube, als die Entwickler dieses Spiel gemacht haben, haben sie echt für kleine Kinder das konstruiert. Nicht für einen fast 20-jährigen Jungen hier. Mit Abitur fast. Ist das all. Oh, nicht der. Och, die Schwuchtel. Der ist wirklich schwul, also hört man gleich an, wie er sich redet, wie er sich anhört. Bist du ein Mann? Ja, das bin ich, du süßes Ding. Hast du wirklich so viel zu tun, ja? So schwere Arbeit? Jaha. Ach, wie süß, Schnückelchen, das ist ein schöner, einfacher Auftrag. Siehst du die vier Container, die auf dem Verladedock verteilt sind? Nein. Bitte stell jeden auf dieser Papierplatten auf den rechten, auf der rechten Seite, auf der rechten Seite, linken Seite, egal was. Gut, lass mich anfangen. Oh, wie ein eifrig, wie ein herrlich eifrig. Wundervoll, ab mit dir. Ich habe die Aufzüge geschaltet. Angeschaltet, du kannst sie gerne benutzen, Schätzchen. Ja. Yay. Okay. Absteigen. So. Verdammt. Komme ich eigentlich hoch?
Ja, ich kann es. Ich habe mich wieder dumm angestellt. So. Okay, das haben wir dann auch. Aber mit den Typen hat man mehrere Missionen, das kann ich jetzt schon sagen. Ich habe den Typen schon kennengelernt und er ist eine richtige Schwuchtelle. So. Nicht perfekt angeordnet, aber egal, wenigstens habe ich das gemacht. Das letzte Container war hier, oder? Ja. So, fertig. Jetzt muss ich nur noch diesen verrückten Kunden Bescheid sagen. Sieht nicht schön aus, aber egal. Fertig. Oh, du hast mich warten lassen, du kleiner Tonigut. Hier ist dein Lohn für die harte Arbeit. Du kleiner Stecher, du. Danke, Kumpel. Ich heiße Allmann, du Schnöckelchen. Ja. Sexuelle Belästigung beim Arbeitsplatz. Ach, egal. Sowas gibt's hier nicht in den Spielen. Gibt es nicht. Nein, gibt es nicht. Ich will mal was kurz jetzt sehen, ob er mich jetzt durchlässt. Ist ja komisch in dieser Wachhund da oben. Okay, da ist jetzt keiner. Das heißt dann, dass ich. Oben gibt's auch so Fotoschnipsel. Und die kleinen Kätzchen gibt es auch hier. So ein dreckiges Ball, komm her. Duellturnier halten. Okay, was sagst du? Ihr seid noch die Spuren des Angriffs. Wenn du hier nichts zu tun hast. Ja, halt's Maul. Oh, was erwartet mich hier denn? Okay. An das Foto kann ich mich gar nicht erinnern. Hallo, wieso kann ich das nicht annehmen? Okay. Eine Runde fliegen, schadet nicht. Okay, damit haben wir das auch erledigt. Okay, ja. Ich musste nur kurz einen Cut machen. Kammerjäger. Mein Lagerhaus ist von Insekten befallen. Kann mir jemand helfen, sie zu beseitigen? Ich warte im Wohngebiet des Ostbezirks. Geh zum Händler im Wohngebiet des Ostbezirks, um näheres zu erfahren. Ich denke nicht, dass ich irgendwie. Es wäre schon gut, okay. Ich habe kein Problem, wenn sie mir einmal zeigen, wo der Ostbezirk da ist, aber. Wenn sie bei jeder Mission irgendwie zeigen, wo der Ostbezirk ist, das regt doch irgendwann mal auf, hallo? Ist das wieder der kleine Wow-Wow? Ja, das ist der kleine Wow-Wow. Oh, du bist hier, um den Job zu erledigen, oder? Ganz genau, also wie kann ich denn ihnen helfen? Das Lagerhaus, das du dort siehst, ist von Insekten befallen. Sie müssen vernichtet werden. Eine meiner leichtesten Übungen, ich mache mich an die Arbeit. Ich warte hier, sag mir Bescheid, wenn du fertig bist. Ach komm, Käfer töten ist leicht. Aber hier sind doch gar keine Insekten. Wahrscheinlich haben sie sich versteckt. Ja. Ist auch irgendwie kann man sich auch irgendwie denken. So muss man muss halt immer so viel schreien, das regt mich langsam auf. Und was jetzt? Jetzt kommt die Mama. Meinst du, das waren alle? Nein, noch nicht. Mir sträubt noch immer noch das Nackenfell. Da ist die Mama. Ich hab doch gewusst, dass hier noch so ein riesiges Ding ist. Bossfight.
Ach ja, ich musste die kleinen Kinder benutzen, um sie abzuwerfen. Wieso stelle ich mich so dämlich an? Und tot. Wo sind die Kinder? Ist klar, dass so ein Insekt solch eine Explosion machen kann. Das waren alle. Meinst du, der Händler akzeptiert diesen Bein als Beweis, dass wir den Job erledigt haben? Müsste er. Habt ihr alle Insekten vernichtet? Ja, hier, bitteschön. Riesenameisenbein übergeben. Wie geht, wie eklig. Es zuckt noch. Aber du hast gute Arbeit geleistet. Hier ist deine Belohnung. Hey. Ich kann mir bald neue Teile kaufen. Das Geld spare ich mir aber momentan. Ich glaube, ich hole mir jetzt mal neue Bilder. Hey. Also für die Asmodeus. Oder Andenken, so gesagt. Und so. Jetzt kommt die letzte Mission und dann können wir noch Spinon. Spinelli, hey! Letzte Mission, komm! Hier sind die Quests. Töne sammeln. Ach, mir sind die Töne ausgegangen. Ich suche jemanden, der mir davon sucht. Ich dort im Studium, ersten Stock des Porzellanladens. Iggy, haben wir schon kennengelernt. Iggy war im ersten Stock des Porzellanladens, der bemalte Teller verkauft. Also dann, viel Glück. Quebec. Und irgendwas zum Schild, das sehe ich vor. Okay. Dün. Okay. Komm, ich will Andenken kaufen. Biskuit. Möchtest du Andenken? Warum nicht? Wenn ich schon das Geld habe, kann ich das gleich ausgeben. Okay, damit habe ich ja jetzt momentan alle geholt, die man jetzt holen konnte. Okay, Iggy. Bist du Iggy? Ich bin wegen des Jobangebots hier. Irgendwas mit Tönen oder so? Richtig, den Job habe ich in Auftrag gegeben, aber vorher muss ich dich was fragen. Hast du jemals die Wellen gespürt, Mann? Wellen? Ah, okay, schon gut, Mann. Kein Ding. Weißt du, ich habe da ein Problem. Ich habe nicht genug Töne. Ich brauche mehr Töne, um fette Songs zu schreiben, Mann. Derzeit kann ich nicht mal den kleinen Finger meiner süßen Zuckerpuppe in Musik ausdrücken. Töne? Aha. Ich möchte, dass du diesen Rekorder nimmst und zwei Töne für mich sammelst. Okay, und wo finde ich diese Töne? Ich brauche den Ton von Horngras, das im Aussichtspark wächst, und den Ton von Grammophon aus dem Haus mit dem blauen Dach. Beide Orte sind östlich von diesem Haus. Ich verlasse mich auf dich. Okay. Das ist easy. Das ist auch so eine Nebenaufgabe in diesem Spiel. Sammle Töne. Okay. Ich glaube, irgendwann kann man auch durch, wenn man auch... Okay. Ich kann einen Tunnel. Oh. Ich muss diese Pflanze untersuchen. Das heißt, ich muss von meinem Roboter absteigen. Ich sammle den Ton. Super, das ist mein Ton. Jetzt fehlt mir nur noch einer.